Realer Irrsinn, meine Freunde, der sinnlose Wasserkanal, da habe ich Bock drauf. Das ist sicherlich an der Stelle wichtig und richtig. Schauen wir mal ganz kurz, wie sich ein Sinn. 50 Frames, sind die dumm, Alter? Gerade ist es staubtrocken auf dem Bauernhof der Gerstenhauers im thüringischen Bösleben. Aber Digga, das sind auch immer so Orte, Alter. Im thüringerischen Gerstenhauer im Bösleben, Alter. Digga, holy shit, also das ist... Wenn es mal regnet, fällt der Niederschlag auf ein hofeigenes Regenabwasserleitungssystem. Korikowski, danke schön. Also vom Dach und dem Hof plumps rein in den Gulli. Und von da aus ja unterirdisch Sinn. Direkt ja. in den Hessenbach hinterm Hof. Macht ja Sinn, ne? Aber zum Glück hat der Abwasserzweckverband Arnstadt eine noch viel spritzigere Idee. Okay. Die Gerstenhauers sollen nun an einen neuen, schicken Regenabwasserkanal angeschlossen werden. Warum? Warum? Das ist doch Regenwasser, Bro. Das ist doch nicht so, als würde der Bauer jetzt seine Wichse da irgendwo hinspülen. Ich habe eine Erklärung. Ich denke mir, die sind nur, also sowas gibt's doch nicht. Also so, da kann man ja sagen, was man will, aber der tickt's ja wohl nicht sauber bei denen. Warum denn so niedergeschlagen? Der neue Kanal liegt schließlich direkt an der Straße vor dem Hof und ist total praktisch. Er leitet das Regenwasser intelligent ab. Wohin? Denn durch ihn fließt es nicht mehr hier in den Hessenbach, sondern hier. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Das ist gut. Das macht Sinn und das ist wichtig. Das ist sinnvoll. Bin mir sicher, dass einer meiner Zuschauer in diesem Dorf wohnt. So kommt der Regen in die Traufe. Ah. Genial. Klar. Ja. Die veralbern mich. Die denken, weil ich so alt bin hier, die... Jetzt... Bro, 1:1 deiner Meinung, was du da sagst. Regen, sieh sich doch bitte nicht so auf. Damit das Wasser nicht mehr da, sondern hier in den Bach fließt, benutzen sie eben statt des alten Rohrs ein neues. Hin zum Abwasserkanal. Bro, das ist doch komplett dumm. Das ist doch wirklich kompletter Bullshit. Das müssen sie einfach nur einmal quer in ihrem Hof einbuddeln. Kostet doch safe nur 30.000. Wer klingelt jetzt bei mir? Mann, Akani, halt doch deine Fresse, da ist doch keiner. Du musst doch nicht bellen, wenn doch keiner da ist. Akani, Bro. Digga, ich hab grad gedacht, ich hab jetzt einfach das Ding ausgemacht. Ich hab grad gedacht, Digga, dass ich jetzt hier so auf Knossi-Level... Stimmt, wieder irgendwelche... Digga, das sind safe wieder irgendwelche dummen Zuschauer, die hier klingeln, Alter. Kotzt mich richtig in letzter Zeit wieder an, Mann. Irgendwann nehme ich mir ein Bait. Ach, ist egal, ich sag lieber gar nichts. Das war's doch auch schon. Das wär's dann nicht, weil der Hof ein natürliches Gefälle hat. Und da Wasser nicht bergauf fließt, müsste eine... Ja, beweis mir mal das Gegenteil, dass Wasser nicht bergauf fließt. ...ein Loch eingebaut werden und das kostet dann richtig Geld. Tja, Geld ist eben wie Wasser. Es muss fließen. Schließlich hat der Abwasserzweckverband von Anfang also an wirklich alles bestens durchdacht. Einfach nur dumm. Dieser arme alte Mann, dieser... Über die Verhältnismäßigkeit des Baus einer Hebeanlage lässt sich streiten. Ja, dann streite doch drüber. Was ist dieser arme alte Mann, Digga? Was soll das? Bro. Ja, 7 Jahre lang. Aber jetzt dürfen die Gerstenhauers ihr altes System doch noch behalten. Ja, immerhin. Die Anschlussgebühren von 2000 Euro zahlen sie natürlich trotzdem. Ja, klar. Alte Bauernhofweisheit, steter Tropfen hüllt den Geldbeutel. Nie davon gehört, Digga, wie dumm. Dieser arme alte Mann. Dieser arme alte Mann, Bro. Ach, die scheiß, Digga, also Deutschland, Bürokratie, ich könnte teilweise kotzen, Alter. Ich reg mich hier wirklich immer nur noch auf, wirklich. Das... Trinken hilft, ah ja, Bro. ...ist Paul Bethke. Er sieht unbescholten aus, vertickt aber illegales Zeug. Die kenne ich! Ein Getränk. Das ist richtig nice, das ist Lemonade. Die machen Limonade und man spendet quasi was, wenn man das trinkt. Getränk, das fälschlicherweise vorgibt, eine Limonade zu sein. Und Bethke gibt das auch noch offen zu. Konventionelle Limonaden haben oft bis zu 10% Zucker, was aber eben total ungesund ist. Und wenn man eine Limonade wie hausgemacht herstellt, was unser Credo war, dann muss man diesen Zucker da einfach nicht reintun. Ist richtig, Limonaden mit weniger Zucker sind ja auch basically ganz nice, ne? Bethke glaubt, sein Verhalten sei von ganz oben gedeckt.
Wir wollen die Menschen dabei unterstützen, sich gesünder zu ernähren. Doch das Lebensmittelüberwachungsamt Bonn hat eine dieser nur vermeintlich harmlosen Flaschen mal genauer untersucht. Mhm. Das Ergebnis ist ein Skandal. Jetzt bin ich gespannt. Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurde in dem Erzeugnis ein Zuckergehalt von 5,6 Gramm pro 100 Milliliter festgestellt. Ist ja ultra wenig, ist ja eigentlich richtig, richtig nice, dass da nicht so viel drin ist tatsächlich. Das finde ich richtig gut. Diese Limo ist amtlich unterzuckert. 7 Gramm Zucker müssen mindestens drin sein, schreiben die Lebensmittelkontrolleure. Hä? Was soll das denn, Bro? Was soll das denn? Als würde man bewusst Leute falsch ernähren wollen. Was ist das denn für ein Bullshit? Dieser Zucker ist Produkt wesentlich und macht... Ja, wegen Konservierung, maybe, oder? ...macht auch den Charakter einer Limonade aus. Nein, Limonade muss doch nicht süß schmecken, Digga. Mann, wenn der eine Limonade machen möchte, die nach Pisse schmeckt, kann er sie auch verkaufen und Limonade nennen. Digga, also Deutschland ist wirklich so im Eimer teilweise. Eine Unterschreitung des Gesamtzuckergehaltes von 7% entspricht nicht der Verkehrsauffassung für eine Limonade im Sinne der Leitsätze. Da ist auch völlig egal, dass Ernährungsministerin Klöckner sich mit einer nationalen Strategie zur Reduktion von Zucker für weniger süße Getränke einsetzt. Bro, ich dachte immer, Powerade wäre nur Zucker. Sprite hat so viel Zucker, holy shit. Beispielsweise fällt die Reduktion bei Limonaden mit 0,2 Gramm pro 100 Millilitern sehr gering aus. Da muss mehr Tempo rein. Auf der einen Seite stellt die Ministerin sich in die Presse und wirbt für weniger Zucker und sagt, da muss mehr Tempo rein, da muss mehr passieren. Also Digga, das ist ja so dumm, vor allen Dingen, weil das ja auch, Digga, vor allen Dingen, weil das ja auch so eine Limonade ist, die einfach für einen guten Zweck, also die, das heißt ja Lemonade, die hilft ja. Die Strategie in der Praxis total konterkariert. Wir kriegen einen Brief, wo eben gesagt wird, ihr habt zu wenig Zucker. Junge, also da werde ich aggressiv. Genau das macht mich saurer als Dena bei Among Us. Gegenteil von dem, was sie offiziell fördert. Und die schmeckt doch noch. Deshalb hat Lemonade der Ministerin ein Denkmal gesetzt aus Zucker. Denn solange bundesweit keine neuen Regeln beschlossen chillig, wie nice. Werden, können die Kontrolleure den Limo-Punchern drohen. So werden sich weitergehende behördliche Maßnahmen gegen sie nicht vermeiden lassen. Bro, imagine einfach SEK raidet dein Haus, weil du eine Limonade verkauft hast, wo zu wenig Zucker drin ist, Digga, wo leben wir? Doch es gibt auch noch eine Alternative zu mehr Zucker. Wir dürften sie nicht mehr Limonade nennen, wir müssten alle Flaschen wegschmeißen, weil sie eben direkt bedruckt sind. Das sind Mehrwegflaschen mit direkt Keramikdruck. Das würde einen riesen Müllberg verursachen. Jetzt hat der Limonadenfälscher doch sicher was dazugelernt. Wir sind dabei, sozusagen den Zuckergehalt so gering zu halten wie irgend möglich und werden es, wenn wir können, immer weiter nach unten schrauben. Dieses gesetzlose Gesindel gibt einfach nicht klein bei. Man muss schon zugeben, die sind wirklich nicht aus Zucker. Bro, da steht doch noch Denkmal drauf hier unten. Nice, nice Punches, Digga. Also ganz ehrlich, da könnte ich ja wirklich kotzen bei sowas, ne? Stupid AF, Digga, stupid AF. Das einsamste Schaukelfeld der Welt, ja, Digga, da sehe ich mich drauf, Alter. Da sehe ich mich drauf im Regen sitzen. Kinder lieben Spielplätze. Deshalb hat sich eine Kita-Gruppe im hessischen Nidderau auch einen Spielplatz gewünscht. Man sieht jetzt schon, da wo die Straßen so aussehen, Alter, gibt es immer wieder Probleme. Da hat die Stadt sich nicht lumpen lassen. Das ist der Spielplatz? Das ist da. Also das eine Schaukelpferd. Chillig, Bro, chillig. Nein, das ist ein geiler Spielplatz, wirklich. Also es ist ganz nice. Es ist wirklich cool. Digga, dieser Zaun da drum ist ja auch kompletter Schwachsinn. Das ist ein bisschen einsam, ne? Einsames Tier ist das. Die Frage ist jetzt nur, ob die Kinder das auch annehmen, weil das so alleine da steht. Mann, Alter, das einzige Kind, was da drauf sitzt, Bro, wird so ein potenzielles School-Shooter-Kind sein, maybe. Sowas so, Digga, also... Ganz früher waren hier mal 2 Wippen auf dem Spielplatz. Das ist aber schon lange her. Aber das waren wenigstens 2. Dafür ist es total gemütlich beim einsamen Schaukel. Wer macht denn das, Bro? Wie teuer war das? Digga, das ist doch einfach nur zum Drogendealen, dieses Gefängnis. Alle Kinder fühlen sich sofort pudelwohl und freuen sich auf das neue Spielgerät. Der Junge hat einfach Angst. Chillig, Bro. Durch das Eingezäunte sieht es auch eher wie ein Gefängnis aus, als wie ein Spielplatz. Es gibt auch 2 Polizisten, die da immer patrouillieren tatsächlich. Das ist ganz wild. Sieht halt... Ey, das ist mein Lieblingsspot. Ja, zum Marihuana-Rauchen wahrscheinlich, Bro. Nicht schön aus. Es ist eigentlich nichts für Kinder. Vielleicht nicht für Kinder, aber für Bauhofleiter.
dieser Mann, der wird jetzt gezwungen, der wird dazu gezwungen, jetzt sich da drauf zu setzen, weil der Vogel ist, der das Ding verantwortet hat, Alter. Guck mal, wie unglücklich der aussieht, der Dinger. Also für den war das Wochenende gelaufen danach. Und dieser hier räumt gleich mit einem... Dieses gezwungene Lächeln. Digga, der hat ja gar keinen Bock. Der hat überhaupt keinen Bock mehr. Guck mal. Kleinen Missverständnis auf. Es ist also hier kein Schaukelpferd, sondern es handelt sich um einen Schaukelpuma. Das ist jetzt damit erstmal aufgeklärt. Ach so, okay. Es ist also ein Schaukelpuma. Na gut, Bro. Trotzdem nutzt es halt keiner, ne? Ach so. Das sieht doch außerdem aus wie ein Pferd, Blärt. Was ist das für ein Puma? Willst du mich verarschen oder was? So, und der Schaukelpuma ist natürlich aus einem triftigen Grund so allein. Jedes Spielgerät braucht einen Fallraum. Boah, Digga. Ich schwöre dir, als ich ein Kind war, ich sag's euch, Leute, die Rutsche, wo ich gerutscht bin, hatte Löcher drin und war im Sommer geisteskrank heiß und im Winter ist man da festgefroren, Digga. Die Schaukel ist abgebrochen und der Sand war mit Katzenscheiße und Steinen zersetzt. Und trotzdem hatte ich eine gute Zeit. Ich habe mich als Kind ständig verletzt, mir ständig wehgetan, bin auf den Kopf gefallen und hat's mir geschadet. Schaut mich an, ob's mir geschadet hat. Nein, hat's nicht, mir geht's gut, verdammt nochmal. Und der Fallraum für diesen Puma... Digga, Fallraum, Bro. Bau doch direkt Gummizelle für die Kinder, damit die da gegen die Wände springen können. Ist genau so groß, wie er sein muss. Jaha. Bro! Bro! Was denkst du, was mit den Kindern passiert? Das ist keine Schleuder, wo die drauf rumwichsen. Wenn Kinder von Spielgeräten fallen, müssen sie in einen Fallraum fallen. Und der Fallraum beim Schaukelpuma beträgt exakt 2,40 Meter mal 3,50 Meter. Leider können wir auch die Fläche, sag ich mal, in dieser Form nicht für weitere Spielgeräte nutzen, wie teilweise gewünscht ist. Mehr darf im Fallraum leider nicht liegen. Leider. Da muss der Puma ganz alleine bleiben. Digga, ist das dumm. Also wirklich, Bro, wenn mich mal irgendwer fragt, wie ist es in Deutschland zu wohnen, schicke ich ihm einfach nur dieses Video. Naja, solange Herr Christiansen dem Puma Gesellschaft leistet... Erstmal haben wir ja bewusst kein Tor reingemacht, damit der Puma zur Not auch nochmal Freigänger ist. Ihr wollt einfach Geld sparen mit diesem billigen Joke, Bro? Das ist natürlich ein Witz. Ja. Ach so. Und was hat der Puma und sein Freiluftgehege so gekostet? Boah, lasst mich schätzen. Der Zaun ist nun so hochwertig, Digga. Das ganze Ding hat gekostet... 5.000 bis 8.000 Euro mindestens. So ein Spielgerät, sag ich mal, kostet 700-800 Euro. Und natürlich muss ich den Kritikern da recht geben, das Drumherum ist teurer als das Spielgerät selbst. Natürlich. Natürlich. Aber wenn mal ein Kind auf dem Puma reiten sollte, also nur falls, hätte es immerhin einen Fallraum. Normgetreu gemäß DIN N 1176. Oh, Digga.